Ja, das sind wir wieder. Banküberfall mit Voldemort. Ja, ihr wisst, die letzten Folgen, da sind sie zur Drogentherapie gefahren, haben sie nicht geschafft. Ja, es ist sogar noch schlimmer geworden und jetzt, ja, der Suchtberater, ja, begeht jetzt sogar noch einen Banküberfall. Finde ich nicht so gut, aber mal gucken. Vielleicht kriegt er seine gerechte Strafe, wir werden es mitbekommen. Harry? Harry! Ronald, besteht eventuell die Möglichkeit, dass wir Nein! einmal 5 Minuten im Auto Nein, sitzen, nein, ohne nein, dass du nein, mir nein! auf die Nerven gehst? Übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ich bin mal zu meinem Onkel gefahren und da bin ich bei BlaBlaCar, ne? Und glaubt mir, BlaBlaCar, der Name ist wirklich Programm. Der ist wirklich sowas von Programm. Ich bin eingestiegen, dachte mir, okay, der hält schön seine Fresse, ich habe meine Ruhe, ich kann in Ruhe Sachen angucken, ne? In Ruhe Wolken angucken, was ist. Oh ja, hast du das gemacht? Oh, guck mal, die Autobahn. Oh, guck, das ging die ganze Zeit, ich dachte so, ach oh, komm, bitte erschieß mich. Ne? Wir waren 6 Stunden unterwegs. Der hat nicht eine Millisekunde, nicht eine Millisekunde die Klappe gehalten, nicht eine Millisekunde. Und lieber Typ, wenn du mich jetzt siehst, ne? Es tut mir leid, aber das war die größte Folter überhaupt. Die größte Folter überhaupt. Ich fahre mit dir nie wieder mit, ne? Nie, 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 nie wieder. Ich wollte eine Millisekunde meine Ruhe haben. Das Geile ist, kommt dann noch. Der Burner, wir haben ja auch öfters mal Pause gemacht wegen Toilette und so. Was ist? Ich sag so zu denen, ja, ich muss mal auf Toilette. Ja, ich komm mit, ich muss auch mal. Ich sag ja, ach, Alter. Wenigstens auf Toilette, aber nee, auf Toilette hatte ich halt auch nie meine Ruhe. Kommt der mit? Gehst? Aber Harry, ich habe eine Frage. Herrgott, Ronald, wenn du auf Klo musst, dann geh einfach. Nein, ich möchte nur wissen, wen wir Ich war schon überhaupt. übrigens so weit, dass ich gesagt habe, ey, pass auf, du steigst aus, ich fahr weiter. Ne, ich wollte wirklich mit seinem Auto weiterfahren und den einfach irgendwo absetzen. Irgendwo. Abholen. Kumpel von mir, habe ich dir doch schon Kenn gesagt. ich den vielleicht? Kann sein. Was weiß ich, wen du alles so kennst. War ja nur eine Frage. Jedenfalls müsste der jeden Moment auftauchen. Freundlichkeit Sicher, in dass wir hier Person. richtig Er sind? hat gesagt, wir sollen vor der Sparkasse auf ihn warten. Vielleicht ist er schon weg. Ah, ich glaube, da kommt er. Perfektes Timing. Los, keine Zeit verlieren. Tritt aufs Gaspedal. Ein bisschen zügig, wenn's geht. Harry, wer ist das? Das ist mein Kumpel. Und jetzt tu, was er sagt, und setz die Karre in Bewegung, Ich Ronald. mach ja schon. Das war die geilste Aktion überhaupt. Hast du gerade die Bank ausgeraubt oder was? Worauf du einen lassen kannst, Mann. Aber das ist doch So verboten. wie deine Frisur. Heilige Scheiße, die Ach Bullen sind so. schon da. Oh je. Los, mach die Karre unsichtbar. Das geht leider Was nicht. soll das heißen, Der Ronald? Knopf ist kaputt. Die Kiste kann doch auch fliegen, oder? Der Knopf ist auch kaputt. Ronald, wenn man sich einmal auf dich verlässt. Aber Man sollte immer auf die Motorkontrollleuchte gucken und achten, ne? Immer drauf achten, weil wenn es in der Situation, wenn man es mal braucht, dann funktioniert es nicht. Mir hat niemand erzählt, dass wir eine Bank Du überfallen. musst nicht immer über alles Bescheid wissen. Kann Kommt ich auch schon, nicht Leute, die entsorgen. Bullen heulen auf. Ich fahr schon so schnell ich kann. Das ist doch nicht schnell genug, Ronald. Setz mich nicht so unter Druck, Harry. Dann muss ich wohl ein wenig nachhelfen. Hokus pokus finibus. Sehr gut, du hast sie erwischt. Meine leichteste Übung. Sind die jetzt alle tot? Natürlich, Ronald. Was für eine Frage. Also eins sage ich euch, Leute. Das war eine verdammt witzige Nummer. Oh mein Gott. Ronald, was ist denn dein Problem? Harry, das ist Lord Voldemort. Was hast du denn gedacht, wer unter der Maske ist? Lena Meyer-Landrut? Naja, Ja, zumindest nicht der hab dunkle ich Lord gedacht. persönlich. Du kannst doch Tom zu mir sagen. Entspann dich ein bisschen, Ronald. Sag mal, Harry. Zu mir kannst du auch genau sagen. Also, wie du möchtest. Harry, sind alle deine Freunde so komisch drauf? Nee, der ist eine Ausnahme. Dann bin ich ja beruhigt. Warum hast du überhaupt die Bank ausgeraubt? Du hast doch genug Cash. Mir war langweilig hoch 10, Harry. Das verstehe ich, Bruder. Du hast aus Langeweile eine Bank überfallen? War doch lustig. Ein voller Erfolg. Na, ich weiß ja nicht. Wisst ihr, was noch lustig ist? Seht ihr die Oma da drüben? Stupor! Ah, nein! Voll Das war meine Treffer, Tom. Oma. Die hat's voll aus Spinnst doch den Schuhen wohl. gepustet. Um Himmels Willen. Jetzt will ich auch mal. Nimm das, Opa. Stupor! Guter Treffer, Harry. Ihr könnt doch nicht einfach auf unschuldige Mitbürger schießen. Pass lieber auf, dass wir nicht Lust darauf bekommen, auf dich zu schießen, Ronald. Mit mich schießen? Oh, kannst du hier mal bitte kurz anhalten? Was willst du denn hier? Ich will mir nur schnell Zigaretten holen. Dann bring mir. Lass mich raten. Der raubt die Tankstelle aus. Bitte ein Bier mit. Alles klar, wartet ihr hier? Ja, Natürlich, klar. Tom. Bis Natürlich. gleich. Mach mal. Das Ich warte. gefällt mir nicht, Harry. Schnauze, Ronald. Der Typ hat den Sack mit dem Geld auf der Rückbank liegen gelassen. Ja, und? Was und? Sobald er da drin ist, kratzen wir die Kurve. Aber ich dachte, du bist mit ihm befreundet. Scheiß bin ich. So, jetzt gib Vollgas, Ronald. Jawohl, Harry. Jawohl, Harry. Jawohl, mein Meister. Ja, ich würde sagen, Suchttherapie, voller Erfolg.
Man sieht richtig, wie Harry Potter, wie es denn immer besser geht. Und ich muss sagen, er hat wirklich nette Freunde, die auch das Geld im Auto liegen lassen. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ne, wäre ich Harry Potter und ein Kollege von mir würde hinten Geld liegen lassen. Ey, sorry, aber da bin ich weg. Da bin ich 30 Kilometer in die Richtung, dann wieder 30 Kilometer nach links, beim nächsten Baum 30 Kilometer nach rechts. Ne? Also es tut mir sorry, aber wenn da ein paar hunderttausend Euro liegen, da bin ich weg. Ne? Man kann ja immer noch irgendwie die Freundschaft dann später wieder aufbauen, aber also, ne, tut mir leid. Ach, da bin ich weg. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Original an. Und ja, die Reihe geht natürlich weiter, weil ich immer wieder gefragt werde. Also wir gucken uns die gesamte Reihe an. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, habe ich schon gesagt. Guckt unbedingt das Original an, ist unten verlinkt. Bis dahin, haut rein und tschüss.